Am 1. September 1939 löste die deutsche Wehrmacht mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus. Dieser Tag wird weltweit als Antikriegstag begangen. Heute beteiligt sich Deutschland wieder mit Geld, Waffen und Soldaten an Kriegen. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Die Bundesregierung rüstet zum Beispiel die Türkei und Israel auf und heizt Konflikte weltweit an. In Afghanistan sterben Zivilisten auf Befehl der Bundeswehr. Sie beteiligt sich an Bombardierungen und an gezielten Tötungen. Die Linke sagt Nein zum Krieg in Afghanistan. Die Bundeswehr muss sofort abziehen. Die Bundesregierung unterstützt auch die Sanktionen gegen den Iran. Diese treffen die einfache Bevölkerung hart. Wir sagen Nein zu einem Angriff auf den Iran und fordern, alle Sanktionen und Kriegsvorbereitungen zu stoppen. Niemand soll für die Wirtschaftsinteressen Deutschlands sterben, nirgendwo. Deswegen beteiligt sich die Linke an Veranstaltungen der Friedensbewegung zum Antikriegstag am 1. September.